Ja, grüezi miteinander, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit einem interessanten Gast, einmal pro Woche. Bei mir heute ist Nationalrätin Marianne Binder, herzlich willkommen. Und wir reden über den Islam, über Kopftücher in den Schulen, über Gott in der Verfassung und natürlich über modernen und über antiquierten Feminismus. Herzlich willkommen, Marianne Binder. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir? Mir geht es gut. 10, würde ich sagen. 10. Im Moment geht es mir sehr gut. Ja, gut. Ja, vielleicht machen wir wirklich gut. Hoffentlich ja, auch noch. Ja, genau, dann sinkt es dann, oder? Nehmen wir es mal an. Wir sagen uns du, weil als ehemaliger Arena-Moderator und Rundschau-Moderator habe ich einen Haufen Politiker kennengelernt. Viele bieten einem relativ schnell in den Wandelhallen auch du an. Ist das heute immer noch so? Also, ich bin natürlich damals in meiner Zeit als Kommunikationschefin von der damals noch CVP Schweiz, habe ich die Journalisten gut gekannt und darum bin ich mit den meisten per Du, aber ich bin sonst ein bisschen zurückhaltend. Ein Haufen von den Politikerinnen und Politikern haben mir eigentlich relativ schnell das Du angeboten. Also das ist irgendwie fast selbstverständlich in der Wandelhalle. Ich finde auch, es ist nicht ganz ohne. Eine gewisse Distanz zwischen Journalist und Politiker wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, wir haben ja auch zum Beispiel in den Kommissionssitzungen, sagen wir einander Sie. Und ich denke, das manchmal gar nicht schlecht, wenn man miteinander harte Debatten führt oder wenn man es zum Teil auch im Parlament macht, wenn man sich sitzt. Man beflissigt sich dann doch einer gewissen Zurückhaltung in der Sprache. Und vielleicht ist das Sie manchmal gar nicht schlecht. Also, wir haben einen Haufen Themen, die wir besprechen wollen. Es würde mich interessieren, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt worden bist und wie aus dem heraus nachher gewisse politische Themen gekommen sind. Du hast zum Beispiel angestimmt und dich eingesetzt für das Burka-Verbot, islamisches Thema, Kopftuch an der Schule, wir kommen darauf. Du bist geprägt worden in einer grossen Familie, vor allem auch durch die Mutter und durch deine Grossmutter. Ja. Meine Mutter ist ein sehr politischer Mensch, also ich bin immer sehr politischer Haus aufgewachsen. Mein Vater war Politiker, meine Mutter war sehr ein politischer Mensch. Sie ist aufgewachsen in Baden, in einem Hotel, das ihre Mutter geführt hat. Ihre Mutter war Witfrau. Sie hatte in Baden ein Hotel und während dem Krieg Flüchtling in dem Hotel. Und darüber hat meine Mutter, die Schriftstellerin ist, dann auch aus den Warten von einem Kind ein Buch geschrieben, das heisst «Die Wirtin». Und, jüdische Flüchtlinge. Es sind auch andere Flüchtlinge, die meine Grossmutter während dem Krieg auch Zuflucht geboten hat. Sie hat ja dann immer müssen bürgen für die Menschen, die in ihrem Hotel waren. Sie hat müssen sagen, sie sei verwandt mit ihnen. Das heisst auch, dass der Beamte von Aarau, der die Kontrollen abnehmen immer beide Augen zugedrückt hat, der hat ja auch gewusst, dass das nicht so ist. Das heisst, er hat auch immer geschaut, dass die Menschen können in der Schweiz bleiben. Und mir hat das sehr geprägt, auch die Geschichten, die meine Mutter erzählt hat aus ihrer Jugend. Mein Elternhaus war geprägt mit einer gewissen Verarbeitung von dem Zweiten Weltkrieg, weil meine beiden Eltern als Kind den Krieg noch erlebt haben. Und das Gefühl von nie wieder, das begleitet mich das ganze Leben. Also nie wieder so etwas wie Diktatur, Drittes Reich, Verfolgung, Auslöschung von Leuten, von dem ganzen Volk. Ja, und man muss schon wissen, das war eine sehr schwierige Zeit für die Leute, die in der Schweiz gelebt haben. Man hat ja nie gewusst, wird das Land erobert. Der Hitler und seine Armee marschieren die Deutschen in die Schweiz ein. Und das sind natürlich sicher all die, die sich stark gemacht haben, auch für Flüchtlinge, haben eine gewisse Gefährdung gehabt. Und das sind sehr viele Menschen in der Schweiz, das muss man eben schon sagen. Die Bevölkerung hat sich sehr stark gemacht für jüdische Flüchtlinge. Auch wenn später natürlich grosse Diskussionen gewesen sind, wie sich die Schweiz verhalten hat im Zweiten Weltkrieg. Aber die Zivilbevölkerung hat sehr viel geleistet. Und die Angst natürlich, die man immer ein bisschen hatte, dass da auch die Schweiz könnte erobert werden, die hat die Kindheit von meinen Eltern geprägt. Und darum natürlich auch, haben die Erzählungen auch unsere Kindheit geprägt. Ich finde das darum interessant, weil heute haben wir ja wie eine vergiftete Debatte über, wenn jemand jetzt rechts ist, ist er schon rechts. Sie ist ja gerade ein Nazi, oder? Begriff ist ja eigentlich schon Nazi, oder?
Darum sagen viele Leute lieber, ich bin einfach bürgerlich. Mhm. Du bist in der Mitte, aber du bist wahrscheinlich eher noch bürgerlich. Wir können ja noch drauf kommen. Wie empfindest du die Diskussion, dass man sofort mit den Nazi-Keulen heute ausholt? Du bist ja sicher nicht verdächtig, irgendwo rechts zu sein, in dem schlechten Sinn vom Wort. Also mich beschäftigen die verhärteten Debatten und auch die gewisse Geschichtslosigkeit, mit der wir unterdessen unterwegs sind. Also es ist noch nicht mal 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und man teilt sich Wörter wie Nazi aus oder Staatsfind oder man tut immer schnell wieder jetzt mit Holocaust-Vergleich um sich werfen. Denke mich sehr, beschäftigt mich sehr, weil ich glaube einfach, das Gefühl, oder was da, also das Gefühl für Geschichte, für das, was damals passiert ist, das sollte jetzt nicht einfach so vergessen gehen. Und das ist natürlich unsere Generation, wo ich viel denke, wo da vielleicht die Geschichtsaufarbeitung auch hätte sollen machen. Und mir ist das sehr wichtig, auch, ich habe ja eine Zeit lang eine Schule gegeben, dass ich die Zeit in Erinnerung behalte und dass man die Einordnungen eben auch richtig macht. Und ich glaube auch in der zum Teil wirklich vergifteten Sprache, die wir haben unterdessen, kann man auch Gewalt ausüben. Und da tue ich sehr antreten dagegen. Also wenn ich nur schon sehe in Deutschland, oder Chemnitz beispielsweise, wo dort schon wieder wo Neonazis irgendwelche Parolen skandieren, wo am Hitler seinem Geburtstag Tag gefeiert wird, der Geburtstag, dann muss ich einfach sagen, wer um Himmels Willen hat euch Geschichtsunterricht geben. Gut, wir kommen vielleicht noch darauf, aber etwas vielleicht gleich noch im Moment, ein bisschen von der anderen Seite her. Du hast ja dann gleich Themen, wo du auch, wenn wir jetzt die Ausländer als grosses politisches Thema nehmen in der Schweiz, wo du auch klare Grenzen forderst, gerade jetzt beim Islam. Und das ist manchmal noch schwierig, denke ich, dass man die Gratwanderung herkriegt, dass man sagt, hey, wir müssen klare Prinzipien haben im Umgang mit unseren Ausländern. Wir haben ja einen sehr grossen Ausländeranteil in der Schweiz, zum überwiegenden Teil ohne jede Probleme. Eben, das muss man einmal sagen. Die Schweiz hat grosse Integrationsleistung, das hängt wahrscheinlich auch mit den föderalistischen Strukturen zusammen, dass es bei uns nicht so Anballungen in grossen Städten gibt, wie zum Teil in Frankreich, teilweise in Deutschland. Aber es ist schon so, mir geht's primär um den Fundamentalismus. Das muss man immer sehr auseinanderhalten. Es geht um Fundamentalismus und Rechtsstaat. Und es kann nicht sein, dass man zum Beispiel unter dem Titel von der Religionsfreiheit jetzt plötzlich anfängt Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen in Parallelgesellschaften toleriert. Es geht nicht an, dass man in unseren Gebetshäusern Hassprediger hat, wo man nicht recht eruieren kann, wo sie sind. Es geht nicht an, dass junge Menschen radikalisiert werden. Und zwar für alle Menschen, die in dieser Schweiz leben. Also für Musliminnen und Muslime, die ja zu 99% auch so säkular leben wie wahrscheinlich der Rest von uns in diesem Land. Also es geht ja um den Schutz von all diesen Menschen gegen Radikalisierung. Und da sind wir gemeinsam im Boot. Ich mache jetzt einen Zickzackkurs. Ich werde nachher ein bisschen vertieft auf das zurück, aber ich werde noch mal schnell bei der Biografie bleiben. Das klingt jetzt alles ein bisschen ernst, aber du bist eigentlich dann wie soll ich sagen, eher mit Unterhaltung beschäftigt gewesen. Du hast Kabarett gemacht, 8 Jahre lang. Über was hast du oder mit was hast du die Leute unterhalten und zum Lachen gebracht? Ja, also ich hatte eine Figur, die mit so einem Peruchäppli und einer Flöte, also eine Panflöte, ich habe eine Spanflöte gesagt und ich habe dort dann zum Beispiel so Workshops gemacht für Manager. Wo ich versucht habe, so ein bisschen zu beruhigen mit der Pamphlet. Also ein bisschen aus der Schule entstanden. Man würde jetzt sagen, es habe ich eine Alternative gespielt. Und auch sehr politisch ist das gewesen. Aber ich habe auch verschiedene Parteien aufs Korn genommen. Auch meine eigene Partei mit den verschiedenen Flügeln, die wir hier haben. Also wie muss ich das vorstellen, du als Peru-Figur bei den Managers? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ja, das sind so Workshops, wo ich eingeladen war, wo wir einmal gelernt haben, fliegen, wo wir gelernt haben, uns beruhigen. Oder wo ich gesagt habe, zu irgendeinem gefragt, du,
Du hast eine ganz gute Ausstrahlung. Ich glaube, du müsstest mal ein bisschen an dir arbeiten. Es sind jetzt aus dem Kaltstart raus so ein bisschen Witzli, die wahrscheinlich auch nicht lustig überkommen. Aber in der Gesamtheit war es eine gute Zeit und immerhin habe ich gut gelebt mit dem. Also es war einfach ein Teil vom Coaching für Manager, für Persönlichkeitsbildung quasi. Genau. Okay. Und ich hatte dann auch ein Kleintheater-Akt. Also ich bin an der Badenfahrt auftreten. Das ist bei uns natürlich in Baden ein legendäres Fest. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Kennen wir das zum Teil? Wir sind ein Riesenfest. Ja nicht so weit dort ist es eigentlich entstanden. Okay. Dort habe ich auch bei den Wettermachern mitgemacht, wo so eine Truppe waren, die verschiedene Gabaret gemacht haben. Und wirklich gute Zeit. Und du bist phasenweise im Fernsehen gewesen. Du hast zum Beispiel, und das wissen jetzt die Jungen natürlich nicht mehr, die zuschauen, aber in unserer Generation ist das ganz gross gewesen und wichtig für uns als Kind. Du hast Spielhaus moderiert. Ja, genau. Ich habe Spielhaus moderiert und ich habe also dort so kleine und Geschichtenkisten. Das ist dann auch noch dazu gekommen. Also ich habe so kleine Geschichten erzählt und Rätsel erzählt und vor allem eben das Spielhaus. Dort habe ich mit den kleinen Kindern zum Beispiel Schmetterling gebastelt und es gibt noch Bilder von mir, wo ich dort sitze und mit so Zöpfen um den Kopf und man würde mich nicht mehr kennen. Eigentlich hast du gar nicht in die Politik gewählt. Ist dir das zu trocken gewesen? Oder, nein, oder aber es hat genug Leute in der Familie, in meiner Familie, die in der Politik sind und ich habe das ausgelebt mit meinem Kabarett oder überhaupt mit meiner politischen Familie und ich habe auch lange gedacht, ich werde dann wieder, wo die Kinder dann 20 waren, wieder voll in den Kunstbetrieb einsteigen und habe dann die Anfrage bekommen von der Doris Leuthard, ob ich die Kommunikation übernehmen von der CVP Schweiz. Hat ziemlich lange gezögert und das dann gemacht. Ich habe gesagt, gut anderthalb Jahre bis zu den Wahlen 2007 und bin dann doch 8 Jahre hängen geblieben. Aber gut, das war ja dann ein Arbeitsjob innerhalb der Partei. Das war nicht ein politisches Amt gewesen. Irgendwann hast du ja entscheiden, ich gehe in die Politik. Du bist dann bei uns im Kantonsrat, im Grossrat in Aargau, jetzige Nationalrätin. Wieso hast du das nachher trotzdem gemacht? Ja, Politik, ich würde es jetzt nicht gerade sagen, ist ein Theater. Es ist nicht ein Theater, aber es hat hat eigentlich etwas Ähnliches. Also man muss gerne können auftreten, man muss gerne können seine Ideen vertreten. Was es ein bisschen ist in der Politik, muss man sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Witzchen, die man macht. Sie können schnell falsch verstanden werden. Also als ich den Job angenommen habe, ich dachte, man könnte das auch ein bisschen lustig gestalten und habe schnell gemerkt, dass Journalisten vielleicht nicht unbedingt die lustigsten sind, wenn sie können, einem irgendwo natürlich dann doch ein bisschen widersprechen und einem ein bisschen aufs Glatteis führen. Also, es ist gleich eine ernstere Sache als Kabarett. Man kann sich nicht so viel leisten wie im Kabarett. Aber trotzdem finde ich, muss auch ein Politiker oder eine Politikerin in einem gewissen Anspruch genügen, dass sie auch unterhalten kann. Also zumindest, dass die Politik spannend sein kann. Wenn man schon findet, oder man müsse einen politischen Sachverhalt erklären, dann soll er auch so sein, dass er verständlich ist und dass man auch gerne zulässt. Also ich glaube, das ist so ein Anspruch, den ich habe. Aber das ist jetzt nicht eine Antwort gewesen, also es ist eine gute Antwort, aber nicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe, nämlich warum bist du denn in der Politik? Gut, also ein politischer Mensch bin ich natürlich schon immer gewesen. Ich bin in einem politischen Haus aufgewachsen. Und die Frage wäre dann eher, wieso in dieser Partei? Und also, für welche Themen? Also ja. Was hast du das Gefühl, kann ich als Marianne Binder dann bewegen in der Politik? Also zuerst einmal Diskussion. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo man sehr viel politisiert hat, wo Politik ein Thema war. Und ich bin dann auch so politisiert worden in der Mittelschulzeit, wo ich einen Lehrer hatte, einen linken Geschichtslehrer, der immer super Unterricht hat gegeben, aber der hat dann immer wieder irgendeinen politischen, einen sozialen Missstand in der Welt hat er dann irgendwo aufgezeigt und hat gesagt, jetzt gehen Sie mal nach Hause und erzählen Sie da Ihrem bürgerlichen Vater, was er da dazu sagt, oder? Was er da, und dann nachher bin ich natürlich heim und habe das linke Zeug daheim erzählt. Mein Vater hat dann irgendwie kontert, ich bin wieder in die Schule und habe das Gegenteil erzählt.
Das hat die irgendwie nicht in ja. Ruhe lassen, dass es also, total unterschiedlichen Auffassungen gibt von der Welt. Dann bin ich schon in dem Alter immer dagegen. Also ich hatte eine lange keine Meinung gehabt, Hauptsache dagegen. Aber ja. damit, ich bin eigentlich in der Dialektik bin ich politisiert worden und darum auch wahrscheinlich bin ich in dieser Partei, weil das Leben ist nie schwarz. Darum bist du heute in der Mitte. Genau. Ja, genau. Also über Mitte reden wir noch. Genau. Aber reden wir zuerst über ein paar wichtige Themen, die du in der letzten Zeit auch dich engagiert hast dafür. Du bist eben, wie gesagt, Befürworterin vom Burka-Verbot, aber nicht nur das, sondern du hast jetzt auch einen Vorstoss gemacht gegen Kopftücher in den Schulen. Und das kommt aus einer eigenen Erfahrung heraus, weil du bist mal Lehrerin und hast so Sachen erlebt gehabt. Also den Vorstoss mit dem Kopftuch, den habe ich damals schon mal einmal im Grossen Rat gemacht und das ist mit einer ganz knappen Mehrheit, Minderheit, dann ist der Vorstoss abgelehnt worden im Grossen Rat. Mir geht es da wirklich um Kind. Es geht bei mir darum, dass die Schule für mich ein Freiraum ist, für das Ideal von dem Staat, nämlich Freiheit und Gleichheit. Und in meiner Ansicht nach sollten alle Kinder in diesem Freiraum die gleichen Chancen und die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und dazu passt für mich ein Kinderkopftuch, ein minderjähriger Kopftuch nicht, wo halt einfach ein Zeichen ist. Von mir geht es jetzt da wirklich nur um Kinder in der Schule. Ja. Also bis zu welchem Alter? Ich würde jetzt mal sagen, 12, 14, 16, ja. Das müssen wir ja dann noch anschauen. Aber, ja, aber ich glaube ein einfach. Unterschied. Aber letztlich, oder, bis 16 kommt man aus der Schule und das müssen wir dann vielleicht noch anschauen. Aber es gibt sehr viele Kinder, die in Kindergärten in der frühen Zeit der Schule schon solche Kopftücher anhaben. Und letztlich also ist das sehr viele sind es, glaube ich, nicht, oder? Also es gibt einfach Kinder, die das haben. Ja, also ich komme sehr viele Meldungen über, dass das ein offenbares Problem ist in den Schulen, wo die Schulen auch nicht recht können umgehen damit. Und da geht es mir wirklich nur um die Mädchen. Es geht mir auch darum, dass ich finde, dass es ja auch ein Zeichen ist von der Sexualisierung. Und darum finde ich Kinder und Mädchen an Schulen müssten das nicht tragen. Das ist in welchem Sinne meinst du das Zeichen von der Sexualisierung? Also das Tuch zeigt ja eigentlich, dass man geschlechtsreif ist, also man Perioden bekommt und dann sollte man das Kopftuch anlegen. Das das ist ja dann so ein Zeichen dafür. Und darum finde ich, bei Kindern sollte man da einfach darauf verzichten, dass alle die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben. Aber es hat ja etwas mit Islam zu tun. Es geht ja um den Ausdruck vom islamischen Glauben, wenn man vom Kopf durchredet. Im Unterschied zu einer Kippa oder zu anderen Sachen. Ich höre natürlich von vielen Musliminnen und Muslimen, das hat man auch jetzt in dieser Burka oder in dieser Verhüllungsdebatte gehört, dass es nicht eigentlich unbedingt aus dem Islam herauskommt, dass es der Islam dann eine Art vorschreibt. Es ist wahrscheinlich auch in anderen Kulturen so. Ich kann das nicht genau definieren, weil ich kenne den Islam zu wenig. Oder ich weiss einfach, was es heisst, was es ausdrückt. Und darum tue ich mich aus rein auch, und jetzt darum kommen wir zur Verhüllung, aus rein feministischen Erwägungen stelle ich mich da dagegen. Ich hätte jetzt die Initiative selber nicht unbedingt gestartet, aber wenn ich vor der Frage stehe, ja oder nein, dann entscheide ich mich klar. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja, du hast mehrere von diesen Themen, die dich offenbar bewegen. Du hast auch einen Vorstoss gemacht wegen der Hisbollah. Das ist eine islamistische Terrororganisation, wo du was gefordert hast? Da habe ich einen Bericht gefordert vom Bundesrat, der soll erwägen, die Gruppierung analog zu Deutschland, also auch der politische Teil, soll man auch in der Schweiz nicht zulassen. Der Bundesrat und das Parlament hat das auch überwiesen und schaut das jetzt genauer an. Oder mich interessiert es, weil ich herausfinden mit dem Hintergrund, mit dem C im Hintergrund, also du kommst aus einem katholischen Haus, aus einem christlichen Haus, wenn man dann auf so etwas schaut, wie eben alle die Themen, sind alles islamische Themen, Burka, Hisbollah und Kopftuch. Ja, mich interessiert die Religion in diesem Zusammenhang nicht. Und ich glaube, auch bei dieser ganzen Verhüllungsdebatte hat man immer den Fehler gemacht, dass man es zu stark fokussiert hat auf die Religion. Oder man muss es auf Frauenrecht, man muss auf das Grundrecht fokussieren. Wenn man zum Schluss kommt, dass die Verhüllung ein Ausdruck ist von Unterdrückung und Diskriminierung, dass es ein Eingriff ist in die Menschenrechte, steht übrigens auch in einem Papier von der SP aus dem Jahr 2010. Wenn man zu dem Schluss kommt, dann gibt es für mich nur eine Antwort. Dann hätte ich etwas, das Grundrecht widerspricht, möchte ich da nicht zulassen.
Also hat es gar nicht so viel mit Religion zu tun in dem Fall? Oder mit in meinen Augen eben genau der Denkfehler. Ich glaube auch, wenn man weiss gar nicht recht, was Religionsfreiheit ist in unserem Land. Man ist ja heute relativ distanziert gegenüber Religion. Wir sind ja alle gar nicht mehr so viele Kirchen. Ich glaube im Übrigen auch Musliminnen und Muslimen in der Schweiz sind gar nicht mehr so, dass sie die ganze Zeit in die Moschee rennen. So, so wird mir das übrigens übermittelt. Und darum glaube ich, müssen wir gemeinsam eben gegen die fundamentalistischen Züge antreten. Wenn das jetzt irgendeine durchgeknallte christliche Sekte wäre, die jetzt plötzlich uns wieder verhüllen möchte, wo irgendein Gedankengut, das dem zugrund liegt, oder im Salafismus zugrund liegt, jetzt auch im Christentum initialisieren, würden wir ja auch alle miteinander als Gesellschaft da dagegen ankämpfen. Also vielleicht, vor allem, das werden dir sogar mit dem Hintergrund auch ein Anliegen. Also, darum hat es nichts mit Religion zu tun. Man verbeisst sich in die Religionsdebatte. Und ich will es einfach vielleicht noch schnell auch von meiner Geschichte wir haben in der Bezirksschule, das ist bei uns vor der Mittelschule, haben wir so ein Schulprogramm gehabt, wo wir haben können, so eine Brieffreundschaft aufnehmen mit Kindern, die irgendwo auf der Welt wohnen, zum Sprachlehren. Und bei mir war es Englisch gewesen. Und zwar habe ich dann ein Mädchen aus dem Iran, also damals noch Persien, vermittelt bekommen. Also wir haben dann so radebrechend Englisch geschrieben. Es war wahnsinnig, was wir da uns zusammen geschrieben haben. Aber wir haben uns auch Fotos geschickt. Und das war für mich schon sehr beeindruckend gewesen. Das war eine Familie gewesen. Die hat das Mädchen gleich alt wie ich glaube, ein Jahr älter, hat 3 Brüder gehabt. Sie hat Bilder geschickt, wie sie hier in den Ferien am Strand sind, wie sie mit ihren Brüdern spielt, mit ihrer Mutter, eine sehr hübsche Mutter, die dort war, sehr westlich natürlich aussehend. Sie hat Träume und Ziele gehabt wie ich, das Leben war offen gewesen. Und dann, wo dann im 79, dort bin ich dann schon aus der Schule gewesen, der Vorhang fällt nach dieser Revolution. Also die iranische Revolution. Ja. Genau. Und dann sieht man die Frauen eben in meinem Alter schreien und toben und sich auflehnen gegen das Tuch und gegen die Verhüllung und gegen den Rückschritt. Einfach zurück ins Mittelalter. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und nachher ist dann, man hätte es ja nicht können glauben, nachher ist dann der Vorhang gefallen. Und darum dunkt es mich einfach, wenn wir jetzt so nonchalant in der westlichen Gesellschaft durch den Zug der Migration in unseren Gesellschaften, wo wir für die Grundrechte gekämpft haben, in Parallelgesellschaften solche Strukturen jetzt tolerieren und wieder installieren und finden, das sei jetzt ganz wahnsinnig liberal, dann finde ich schon, muss man das bewusst machen und dagegen ankämpfen. Und das sind für mich Grundrechte und die sind unantastbar. Jetzt will ich es von der anderen Seite her anschauen. Es gibt einen neuen Vorstoss von Fabian Molina aus der SP, wo ich weiß nicht, ob ich den richtigen Bezug mache. Ich sage es jetzt einfach mal. Er will, dass man Gott aus der Verfassung streicht, aus der Schweizer Verfassung. Das heisst am Anfang von unserer Verfassung, im Namen Gottes des Allmächtigen. Ja. Und er findet, wir haben ja Trennung zwischen Religion und Staat, das gehört eigentlich nicht in die Verfassung. Müsstest du eigentlich fast zustimmen. Also Gott ist ja nicht etwas, was wir gebucht haben im Christentum. Also Gott ist etwas für alle Menschen, wer auch immer an ihn glaubt und sich mit ihm identifiziert. Ich glaube, er macht den Fehler, dass er ihn einfach verbucht fürs Christentum. Und darum glaube ich, es ist etwas Universelles. Es ist eine gute Macht, wo alle können anrufen, die wollen. Ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt der richtige Schritt ist, das aus der Verfassung zu streichen. Und man hat ja die Wahl, auch wenn man nachher schwört. Man kann schwören oder man kann geloben. Also muss man sich nicht auf das berufen, wenn man nicht ein gläubiger Mensch ist. Wie ist das mit Schwören und Geloben? Situation? Man tut am Anfang von der Legislatur tut man entweder schwören oder man tut einfach geloben, oder dass man sich mit bestem Wissen und Gewissen einsetzen. Im Parlament. Ja, genau. Gut, aber wir sind ja, sagen viele Leute, und ich empfinde das eigentlich auch so, auf der Basis vom christlichen Glauben, wir sind eine christlich-abendländische Kultur. Und in dem Sinn ist wahrscheinlich schon ein christlicher Gott gemeint mit dieser Formulierung.
gut, wie auch immer gemeint, ist es nicht definiert, wer er genau ist. Und darum, glaube ich, anrufen, würde ich jetzt mal sagen, kann man so eine Macht von jeder Religion. Also ich würde, nicht, wie gesagt, den jetzt nicht abonnieren, einfach so fürs Christentum. Man kann, dass die monotheistischen Religionen haben ja nur einen Gott, andere haben verschiedene Götter. Also ich habe das Gefühl, das wäre zu anmassend, wenn wir jetzt würden sagen, da haben wir jetzt einfach das für uns können. Das müssen wir für uns übernehmen. Okay, und wie passt das mit der Entwicklung von der CVP zusammen, wo das C rausgestrichen hat, jetzt, wo sich national einen neuen Namen gegeben hat, nämlich die Mitte, und quasi sagt, das Christliche, das spielt für uns keine Rolle mehr. Das Christliche ist grundsätzlich, also wenn man jetzt die westlichen Gesellschaften anschaut, ist es sicher eine gewisse Basis, Christentum. Also, und ich rede jetzt vor allem vom Urchristentum. Man muss immer trennen zwischen der Institution Kirche und den Urwerten. Die katholische Kirche, genau. Ursprünglich, ja, wo genau. Und den Urwerten, wir haben unterdessen auch sehr viele Reformierte, wie ja übrigens in allen Parteien Reformierte und Katholiken hat. Aber dass die Werte vom Urchristentum, Freiheit, gleiche Rechte, Solidarität, sind sicher nicht etwas, was wir allein gebucht haben, aber prägen sicher die christlichen Werte und prägen die westlichen Gesellschaften und haben auch bis zu einem gewissen Sinn zur Aufklärung für die Urwerte natürlich. Sicher nicht unbedingt die Institution Kirche, in der in ihrem Namen sehr viel Schlimmes passiert ist, wo am Schluss haben wir ja dann wirklich die Aufklärung gehabt und das ist ein Segen dafür. Man muss aber auch sagen, dass ein gewisses Bewahren von all dem, was im Altertum an Errungenschaften war, durch Klöster, durch das finstere und düstere Mittelalter durchgetragen worden sind, auch die haben natürlich irgendwo ein bisschen beiträgt, dass das Gedankengut das hätte können bewahrt werden. Aber darf ich nochmal, ich meine, jetzt ist das ja eigentlich nicht mehr vorhanden, auch wenn du sagst, die Urchristentum und die Werte, die gute Werte sind, in den Augen von den meisten Leuten, die sind jetzt einfach nicht mehr in Existenz. Jetzt ist einfach die Mitte, heisst eigentlich nichts. Mal, die Mitte ist eine Position, das ist auch eine Strategie, es ist eine eigenständige Strategie und es ist sehr, sehr schweizerisch. Wir sind eigentlich weltweit eine von den wenigsten, also wir sind weltweit die einzige Demokratie oder das einzige Land, wo eben nicht einfach ein Regierungs- und Oppositionsmodell hat, sondern ein Konkordanzsystem mit und da prägt, und das prägt eine ganz starke Mitte. Wir haben einfach nicht einfach nur links, wir haben nicht einfach rechts. Wir gestalten aus der Mitte, aus der Politik. Ich weiss schon, dass du das wünschst. Du fühlst dich jetzt ein bisschen herausgefordert. Ja, das ist ja richtig. Gut. Ja, ich meine jetzt ganz ernsthaft, oder? Eine SP ist klar, die steht für sozialen Ausgleich, für Umverteilung, für gewerkschaftliche Anliegen. Eine FDP, die steht für eine liberale Rahmenordnung. Und eine SVP, jetzt ist etwas Ähnliches, aber noch viel konservativer. Und vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen salopp zusammengefasst. Aber die Mitte ist irgendwie keine Position für etwas. Ja, man muss so eine Position machen, oder? Man muss natürlich nicht einfach nur das Resultat sein von links und rechts und selber eigenständige Positionen und Ideen entwickeln. Also ich würde jetzt sagen, die haben wir zuhauf. Und nochmal, man kommt nicht um uns herum. Man kommt einfach wirklich nicht um uns herum. Mal schauen, wie lange noch. Also, ja, eben. Jetzt ist es gar nicht so gut gewesen im Wallis, zum Beispiel, bei den Wahlen. Gut, aber im Wallis, jetzt müssen wir also ganz ehrlich, das Wallis hat immer noch einen ganz grossen Anteil CVP, Wallis hat ja die Namensänderung nicht gemacht. Und wenn in einer Fünferregierung zwei CVPler sind, dann würde ich sagen, also, das ist immer noch eine starke Position. Und das ist wahrscheinlich. Haben wir auch verloren in den letzten Jahren? Ja, den haben wir verloren, den haben wir tatsächlich verloren. Und ich glaube, da bin ich jetzt wirklich überzeugt, dass bei uns haben sehr viele Leute immer in den Wahlen gesagt, wir würden euch eigentlich sehr gern wählen, aber das C. Wir sind einfach nicht katholisch und also wir sind nicht besonders religiös. Und das war dann auch ein bisschen die Idee gewesen, wo wir gesagt haben, wir öffnen uns, wir geben Möglichkeiten für weitere Mitte-Wähler, die zu uns kommen wollen, die einfach sich an dem C stören, weil sie es wie auch immer interpretieren. Und man sieht es ja, wie es rausgekommen ist. Und wir haben jetzt seit 1979, seit ich die Politik so ein bisschen bewusst miterleben in meiner Partei, in meiner eigenen Familie,
verlieren wir eigentlich nur, oder? Inklusive mit dem Bundesratssitz verloren. Und darum glaube ich eben, mit der Öffnung werden wir das wieder schaffen. Wir haben jetzt im Aargau zweimal wieder können zulegen. Ich glaube schon, dass die Mitte Potenzial hat. Und okay. Ich muss sagen, dass alle deine Verwandten, die zum Teil in wichtigen Positionen waren, sind alle in der CVP gewesen. Ja. Also, das ist eigentlich, hast du dich da nicht allzu stark emanzipiert? Nein, wieso soll ich auch? Mit dieser Politik, die wir gemacht haben, das war ja eigentlich immer Mitte-Politik. Das ist das, was du jetzt vorher wischiwaschi oder wo man irgendwo man kommt nicht recht raus nennt. Das ist ein bisschen inhärent in der Mitte. Wir können natürlich nicht so gleiche Positionen einnehmen, wie es eine SVP kann. Wir können nicht so gleiche Positionen einnehmen, wie es eine gesamte Linke kann. Aber auch die kommen nicht über 30%. Das heisst, dass das schweizerische System natürlich sehr austardiert ist und das, was wir machen, eben auch sehr schweizerisch ist und sehr traditionell und wahrscheinlich auch sehr gut zu einer direkten Demokratie passt. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen nicht immer nur über Religion reden, weil das ist ja so. Jedes Mal, wenn ich einen gefragt habe, kommst du zur CVP, dann musst du zuerst einmal über Religion reden, sondern über Politik. Und da kommt ja noch dazu, also die ÖVP hat das C auch nicht. Das ist auch eine christdemokratische Bewegung. Und wir haben ja schon mal in den 70er Jahren wollen eigentlich einen Namenswechsel machen. Ah ja? Dort ist es witzigerweise darum gegangen, ob wir jetzt SVP heissen, die Schweizerische Volkspartei. Das war noch gewesen, wo es die SVP eben noch nicht gibt. Das war noch die Bauern- und Bürgerpartei. Ja, genau. BGB, oder die Christdemokratische Partei. Und dann hat er ganz knapp das Christdemokratische gewonnen. Urs Altermatt bezeichnet es als historischen Fehler, sagt er. Und kurz darauf hat sich die SVP gegründet. Gut, lassen wir das. Also die wäre jetzt ganz anders besetzt. Wenn wir ja, das wär ein gewisser Unterschied, kann man ja, glaube ich sagen. Gehen wir noch zu einem anderen Thema, das sehr wichtig ist. Und zwar auch dort, wo du dich geäussert hast und einsetzt. Und das ist natürlich, das sind Frauenanliegen. Du hast ja am Anfang gesagt, du seist eine Feministin. Du bist aufgewachsen in einer Familie mit 3 Brüdern. Mhm. 3 Brüder, 1 Mädchen. Mhm. Sind die älter, jünger gewesen als du? Sie sind jünger gewesen als ich, aber es sind viele. Ja, 3 sind viel, ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat das bedeutet für deine Entwicklung hin nachher zu einer Feministin? Ja, also nur schon unsere Familie, ich meine, ich bin auf Händen getragen worden von meinen Eltern, das muss ich wirklich sagen, auch von meinem Vater. Und in unserer Familie war es nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, weil ich ein Mädchen bin, wenn ich übrigens Schilderungen von vielen anderen Frauen höre, in ihrer Jugend, habe ich andere Möglichkeiten, andere Entwicklungsmöglichkeiten und andere Chancen. Also das hat sich nur schon da drin... Andere, muss man vielleicht noch sagen, weniger Chancen als Buben. Ja. Das hat sich nur schon gezeigt, dass wir alle gleich viel haben müssen helfen daheim. Und meine Brüder haben immer gefunden, also die muss am wenigsten tun, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber das war immer die grosse Diskussion gewesen. Also wir sind gleichermaßen beschäftigt worden daheim. Ich meine, es war auch dann so gewesen, bei uns in der BITZ noch. Hat man wählen in der zweiten Klasse, ob man will Geometrie nehmen. Und wenn man Geometrie hatte, dann hat man nachher in die Mittelschule. Also die Mädchen, die haben immer noch wählen können. Das war also etwas, wo man dort noch einen Unterschied gemacht hat, weil die brauchen ja das sowieso nicht. Also dort war ja ganz klar, dass ich Geometrie nehme. Im Nachhinein also so gerne habe ich das Fach auch nicht gehabt. Okay. Aber in der ganzen Entwicklungsmöglichkeit hatte ich nie das Gefühl, ich sei benachteiligt. Ja. Und mit dem selbst... Wieso bist du eine Feministin? Ja. Dann gibt es ja gar nichts, wo man muss verbessern. Ja gut, also ich meine, natürlich hat man sich für vieles einsetzen. Das ist sicher so, dass ich mich für die Frauenanliegen immer stark gemacht habe. Vor allem natürlich auch vielleicht auch ein bisschen prägt damals mit meiner persischen Freundin, dass ich das Gefühl hatte, Recht könnte auch schnell wieder weggehen. Sie können unterschiedlich sein. Vielleicht habe ich den Fokus teilweise auch noch ein bisschen anders gelegt. Ich bin jetzt zum Beispiel eine Verfechterin dafür, dass man Familienarbeit und Erwerbsarbeit nicht gegeneinander aufwertet. Also, dass man quasi die Erwerbsarbeit, also die Arbeit, die man gerade arbeiten kann, die hat einen Lohn und die Arbeit zu Hause am Herd hat keinen Lohn. Genau, also ich bin allergisch auf das Wort Herdarbeit. Weil ich habe es extra so gesagt. Ja, aber es ist ja so. Oder? Ich habe mich
einmal eine stark gemacht für eine Initiative, lustigerweise von der SVP, die Steuerabzüge wollte machen für Leute, die Kinder daheim betreuen, also Frauen und Männer. Das ist steuertechnisch genau, ein bisschen schräg, aber ich habe mich darum stark gemacht dafür, weil es mir um den Wert von der Familienarbeit gegangen ist. Weil ich sehe eigentlich nicht ein, in der heutigen Zeit, wo 100% von allen Paaren behaupten jetzt einmal, zu einem gewissen Teil sind zwar immer noch mehr Frauen, an der Familienarbeit sich beteiligen und auch gemeinsam Einkommen generieren, wieso man diese beiden Arbeiten aufwerten soll. Wie soll man sonst, wenn Frauen selber von dem als Herdarbeit reden, Männer dazu bringen, dass sie eben auch machen? Und ich stelle unterdessen fest, dass sehr viele Männer noch so gerne würden vielleicht ein bisschen zurückstecken, vielleicht nur 70% arbeiten, weil sie sich so ihre Kämpfe knallen, dass sie auch gerne würden daheim sein. Ja, das weiss ich nicht, aber es hat eine interessante Umfrage vom Frauenmagazin Annabelle, wo ein Haufen Frauen in jedem Alter befragt hat, wie sie sich das gerne vorstellen würden, unter dem Zeichen von der Gleichberechtigung. Mhm. Und die wesentliche Aussage war, dass die Frauen gerne 50% arbeiten und ihre Männer 80% sollen arbeiten. Also gleich nicht die gleiche Menge. Ja, aber wo meine Kinder auf die Welt gekommen sind, muss ich jetzt schon auch sagen, also ich habe ja immer Familienarbeit und Erwerbsarbeit ein bisschen kombiniert. Ich habe dann von daheim aus gearbeitet und das auch können wir leisten, auch mit den Kabarettzeiten, die ich geschrieben habe für verschiedene Zeitungen. Du hast zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Ist das gegangen? So habe ich mir eingereicht. Aber ich habe mich wie viel Prozent? Ja, also es war etwa so ein bisschen, auch 40-50 gewesen. Und dann natürlich und sonst noch. Und ja, der ist natürlich voll. 100%. Mein Mann ist Anwalt, der hat also sich sehr stark natürlich in seine Arbeit begeben. Aber er war ein super Vater gewesen. Also er hat sich ja auch so verliebt in die Kinder. Und das ist super. Und ich vor allem auch. Das ist, also hat mir niemand gehindert, dass ich jetzt nicht auch mehr könnt ihr erwerbstätig sein, aber die Zeit mit diesen Kindern, es ist also für mich schon auch ein riesen Glück gewesen. Und ich habe gefunden, auch ein riesen Privileg. Natürlich hat da manchmal Stecke auf den Kopf, aber dann hat man ja noch andere Möglichkeiten, wo man kann, andere Betätigungen, die man machen kann. Aber ich habe das als riesen super Sache gefunden mit diesen kleinen Kindern. Der Punkt ist ja, also, dass man quasi heute das Gefühl hat, es müssen Frauen arbeiten und sie müssen auch gleich viel arbeiten wie Männer und es kann auch 100% der Mann daheim sein. Eine Frau, die das sagt, was du jetzt sagst, die es liebt, daheim zu sein, die es liebt, für Familie, nur für die Familie da zu sein, das ist irgendwie reaktionär. Ich habe mich früher schon immer aufgeregt. Dort hat es die Konzepte. Unterdessen ist es ja so, dass sich etwa 70% der Paar Familien- und Erwerbsarbeit aufteilen, solange die Kinder noch klein sind. Im Laufe eines Lebens tragen alle zum Erwerbsleben bei. Aber ich habe mich früher schon aufgeregt, dass wir ja, uns Frauen, dass wir uns hier so lassen, gegeneinander ausspielen. Also mega schade gefunden. Und man hat jetzt, viele Frauen haben so ein bisschen Teilzeit gearbeitet, aber auch wer sich jetzt voll der Familienarbeit gewidmet hat, habe ich schade gefunden, dass man das so ein bisschen so belächelt hat. Ja, Frauen gegenseitig. Das, was du jetzt sagst, ist natürlich schon eine Tatsache gewesen. Man hat das fast ein bisschen belächelt, wenn man dann nur daheim war. Und ich habe das also als Riesenfehler angeschaut, weil wir haben auch, was wir uns natürlich dann bemühen müssen, wenn die Kinder dann ein gewisses Alter haben und wenn man das auch will, dass man dann den Wiedereinstieg schafft. Und dort genau liegen wahrscheinlich etwa die ein bisschen Probleme, dass nämlich ein Arbeitgeber die Arbeit, das Management, das man daheim geleistet hat, sei es jetzt in einer Vollzeit, 10 Jahre lang oder 12, oder sei es Teilzeit, zu wenig anerkannt als in einer Arbeitsbiografie. Ich glaube, sind andere Kompetenzen, als du nachher brauchst, wenn Kinder gross sind, um wieder einsteigen in einen spezifischen Beruf. Ja, aber es sind natürlich schon sehr viele Kompetenzen, die man sich da erwirbt. Es ist ein Management von so einem Haushalt, von so einer Familie. Man macht ja dann nicht einfach dass du dann nicht einfach in ihre Kochtöpfe hineinschauen und dort so rühren, sondern man hat so viele Aufgabenbereiche. Und das ist jetzt eben das Interessante. Doris Leuthard hat damals, da bin ich 47 gewesen, wo sie mich gefragt hat, ob ich den Job übernehmen will, mit der Kommunikationsarbeit von unserer Partei leiten. Gut, natürlich, ich habe Erfahrungen im Journalismus, ich habe andere Erfahrungen gemacht, bin immer ein bisschen politisch tätig gewesen, einfach nicht mit einem Mandat. Aber
lustigerweise hat sie gesagt, weisst, es hat ja dann sehr viele junge Leute, die du auch ein bisschen Coach bist in deiner Abteilung, und es haben sehr viele junge Leute im Generalsekretariat, und du hast doch zwei Kinder gezogen, und das ist eine Kompetenz, da bist du noch Lehrerin gewesen. Also sie hat das Gefühl gehabt, sie traut mir das zu. Heute würdest du, da muss zuerst jemand Kommunikation studiert haben und was auch immer noch, was er immer noch erreicht hat. Und der Wiedereinstieg mit 47 hat sie mir damals ermöglicht, und genau darum, weil sie die Arbeit als wertvoll angeschaut hat. Also das ist ein Punkt, wo du sagst, da kann man durchaus mehr machen für die Frauen. Auch wenn du sagst, wir sind an und für sich nicht, ich habe mich nie diskriminiert gefühlt oder als Opfer gefühlt. Das ist so etwas, wo ich mich einsetze. Ist ja eine riesige Diskussion heute. Frauen sind überall, ja, je nachdem, wenn man zulässt, benachteiligt und müssen gefördert werden, und es braucht eine Quote. Und du sagst, nein, also wieso? Genau. Also Quoten, finde ich, sind wir selber. Wir sind ja unterdessen ein bisschen mehr als ihr. Also drum werden auch älter. Ja, werden auch älter. Und aber gut, das war jetzt ein bisschen salopp gewesen. Was heisst, Quoten sind wir selber? Es hat also, in der Berufswelt, in der Arbeitswelt, hat es zu wenig Frauen in der Führungsrolle. Aber ich kann es jetzt zum Beispiel aus der Politik beurteilen. Ich meine, was mache ich, seit ich Präsidentin bin, seit ich mich in der Politik engagiere, seit Jahren um Jahren um Jahren Frauen für die Politik zu motivieren. Und das ist mir mehr und mehr gelungen. Und für Politik motivieren heisst natürlich selber kandidieren. Es nützt nichts, wenn man einfach, wenn man sagt, ich mache es dann irgendwann. Und es ist einfach wahnsinnig, wenn all würden wir da bestätigen, wo eben Frauen auf Listen suchen. Man telefoniert dann einer Frau und dann telefoniert man nochmal und dann sagt sie, also ich überlege mir, dann telefoniert man nochmal. In einem Mann ruft eine an und dann sagt er als Ausrede, ich muss noch die Frau fragen. Da würde jetzt eine Frau nie sagen, ich muss noch den Mann fragen, also muss noch die Frau fragen, oder, damit er mich abschütteln kann. Am nächsten Tag sagt er zu. Und da hat man natürlich Frauen schon auch müssen sagen, also könnt euch selber einbringen. Wir haben jetzt sehr viele Frauen gewählt im Parlament, müssen aber sagen, wenn man jetzt die Wahlen analysiert, 19, da haben 45% der Leute nur gewählt und 41% davon sind Frauen. Also ich meine... Die Stimmbeteiligung ist von den Frauen ist nein, ganz... generell war 45% bei den Wahlen 19. Und davon sind 41% der Frauen an der Urne gewesen. Also kannst du sagen, 6% der Frauen gehen einfach immer noch, wählen immer noch wie vor 100 Jahren, nämlich gar nicht. Also obwohl wir jetzt gerade kürzlich 50 Jahre Frauenstimmrecht gefeiert haben, ist das etwas, das die Frauen gar nicht benutzen? Ja, also ich denke, nur schon als Hommage an die Pionierinnen und auch Pioniere damals im Frauenstimmrecht, also muss man sich das also auch überlegen. Aber Stimmen wäre ja nicht so eine Sache. Also wieso gehen Frauen nicht abstimmen, wenn sie so kämpft? Ich habe schon ein paar Mal mich das... Es ist noch interessant, wir haben eine hochpolitische Familie und meine Tochter als Teenager, als Kind, hat sich schon damals weniger für Politik interessiert als mein Sohn. Unterdessen hat sich das natürlich geändert, ist sie auch hochpolitisch, aber ich weiss nicht, woran es liegt. Ich habe schon viele Diskussionen geführt, vielleicht ist es Debatten, die Frauen ein bisschen scheuchen. Ich meine, du hast auch mal die Arena moderiert, da gehen die Männer aufeinander los und trinken nachher wieder ein Bier. Und Frauen scheuchen das ein bisschen. So. Und wenn sie aufeinander losgehen, sind sie, habe ich auch mal erlebt, oder? Wir sind beide Frauen beleidigt nachher. Und die Männer haben zusammen ein Bier geschwätzt. Sich aber also unglaubliche Schlötterchen am Kopf gerührt. Und da sind, also da müsste man vielleicht auch von dieser Lust an der Debatte auch ein bisschen lernen als Frauen. Und dann kommt dann noch dazu, und da habe ich auch immer gekämpft dafür. Also ich habe das auch am SRF immer gesehen. Es war wirklich mal ein Schlüsselerlebnis gewesen. Da sitzt in einem Club, ist die Diskussion darüber, kurz vor der Wahl, Viola Amherd im Bundesrat, ist eine Diskussion, dort sitzen drei Männer drinnen und zwei Frauen. Also relativ eine gute, ausgleichende Verteilung. Dann sagt die Moderatorin, Herr Pfister, müssen Sie jetzt nicht unbedingt eine Frau im Bundesrat haben. Das war die These gewesen. Nachher habe ich alle Clubs einmal ein bisschen angeschaut und dann habe ich gesehen, der Überhang von Männern ist enorm. Und habe dann nachher bei jedem Club das ein bisschen moniert, dass man, weil wenn Frauen natürlich nie in die Sendungen aber sind, Marianne, dann... Jetzt hast du es ja gerade gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Frauen fragen, wir Journalisten.
sondern dass die Frauen uns viel mehr absagen als die Männer. Ja, das habe ich eben auch gehört. Und das kann ich mir ja sogar noch vorstellen, dass das so ein bisschen so ist. Aber es ist vielleicht teilweise auch ein bisschen eine Ausrede. Weil ich habe dann denen gesagt, ich liefere neu rein aus dem Aargau 100 Frauen, wenn ihr wollt. Oder? Weil man nimmt natürlich dann auch gerne die immer wieder ein bisschen die gleichen. Aber sicher, das ist der Punkt. Das habe ich auch erlebt, aber gebe ich ja zu. Aber wir müssen uns auch bemühen. Wir bemühen uns beide in diesem Thema, das ist ganz klar. Du hast noch andere Vorstellungen, wie man den Frauen könnte, etwas zu gut tun. Du hast zum Beispiel gefunden in der Armee, damit Frauen mehr motiviert sind. Schiss dich ein bisschen an, nein, die Frage. Nein, überhaupt nicht. Nicht. Also, du hast gefunden, Frauen sollen bessere, schönere Ausgangsuniformen bekommen in der Armee. Das würde sie vielleicht auch ein bisschen motivieren, um ihren Dienst zu machen. Also, es war ein bisschen anders gewesen. Mein Vorstoss war generell gewesen. Ich habe gesagt, also die Ausgangsuniform, die ist jetzt aus den 80er Jahren und oder Ende 80er Jahre, also bitte sehr, überarbeitet mal ein bisschen die Uniform. Und den Input habe ich von Offizieren bekommen und von Soldaten und nicht von Frauen. Also der ist schon mal an mich anders angetragen worden. Und wenn du die Uniform anschaust, muss man sagen. Also. Und dann habe ich natürlich auch noch die Frauenuniformen angeschaut. Und die sind eigentlich einfach Männeruniformen mit ein bisschen Schüppe unten dran. Und habe dann im Zug von der Strategie von der Violame, nachdem sie die vorgestellt hat, habe ich gefunden, da fehlt noch eine neue Uniform. Und habe dann spezifisch auch für Frauen gesagt, es wäre unter Umständen auch noch eine Motivation. Selbstverständlich. Muss man nicht einfach eine neue Uniform machen, dann gehen die Frauen nicht in die Armee. Die Strategie, aber die sie jetzt ja entwickelt, ist eine andere. Aber ja, also ich meine, sorry, oder? Man kann ja... ja, ich sehe, ich bin nicht ganz sicher, ob du noch so richtig wohl bist bei diesem Vorstoss. Weil, ehrlich gesagt, Hand aufs Herz. Also, wir haben andere Probleme. Es haben einen Haufen Leser geschrieben. Also, ja, ja. Es ist keine modische Armee und so. Und ich weiss nicht, ob die israelische Armee, wo wirklich ein Ernstfallproblem hat, ob die Zeit haben, sich jetzt über Frauenuniformen zu unterhalten. Sicher ist es nicht das drängendste Problem. Aber wenn schon Uniform, wieso denn nicht gerade eine, wo man sich wohlfühlt drin? Also meine, ich kostet 800 Franken, kann sie doch ein bisschen besser geschnitten sein. Also wieso kann sie denn nicht in der Neuzeit angepasst sein? Also das ist mein... Und dann... Wie sollte sie aussehen und dann? Ja, also nur noch schnell, ich habe dann ganz viel Zuschriften eben auch bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, ich glaube ja nicht, oder wüsste ich vielleicht gar nicht, wie viele Menschen in diesem Land müssen Uniformen tragen, im ÖV oder in privaten Einrichtungen, in öffentlichen Institutionen. Und dass das eben ständiges Thema ist, dass die mit ihren Vorgesetzten diskutieren, wieso denn, wenn man nicht von morgen bis zum Abend so ein Ding anlegen müssen, wieso denn nicht gerade einigermaßen etwas so schön ist. Das ist Wertschätzung. Ich frage mich eben, ob das nicht ein Eigengoal ist für dich jetzt wieder als Feministin, die sagt, wir müssen den Frauen etwas Gutes tun. Weil die Frauen wollen doch nicht mehr hören, dass sie immer aufs Äußerliche reduziert werden. Also wenn man mit einer Frau über Frisur redet und über Kleidung. Und jetzt kommst du genau und sagst, es braucht dort ja, etwas also wir müssen ja, mehr. Man könnte ja über Kleidung nicht reden, aber jeder trägt sie vor sich her. Also meine, man könnte das ruhig verschweigen, dass das nicht ein Teil ist von einer Persönlichkeit. Aber es ist ja einfach so, ich gehe jetzt von einer Berufsgruppe, die ich nicht nennen möchte, aus Diskretionsgründen, wirklich gehört, dass sie gesagt haben, sie hätten eben, sie haben gehört, dass Polizistin. Ich das... Nein, es war eine andere Berufsgruppe. Und die hat mich... Und Polizistin haben wir übrigens geschrieben, es sei von Kanton zu Kanton verschieden. Es sei gewisse, die wirklich lässig sind. Aber Polizistin hat mir also auch recht gegeben. Und eine andere Berufsgruppe hat gesagt, ja, sie finden es einfach, wenn sie mit anderen Frauen zusammen sagen, sie müssen dann die Uniform tragen neben diesen Frauen und sie würden einfach auch gerne eine hübsche Uniform haben, weil es ist auch eine gewisse Wertschätzung. Ja, aber vielleicht muss man es eben ganz einfach umkehren und sagen, mal, das Äußere spielt halt eine Rolle. Frauen sollen auch attraktiv sein und sie sollen auch attraktiv angezogen sein. Jede Airline hat gute Uniformen. Ja, aber das ist ja im Zeichen von der MeToo-Bewegung darf man ja praktisch so etwas nicht mehr sagen. Ja, offenbar darf man es nicht sagen, oder? Aber...
Aber die Zuschriften, die ich bekommen habe, die sprechen dafür, dass man mal kommt, froh ist, dass man es mal sagt. Gut. Aber jetzt können wir einverstanden. Sicher gibt es Leute, die jetzt sagen, ja, also man hat die nichts anderes im Kopf. Ja, die gibt es. Da gibt es selbstverständlich, oder? Aber das mit dem da bin ich relativ selbstbewusst. Also da habe ich wirklich kein Problem damit. Wenn ich auch sehe, dass jeder Mann auch gerne einen Anzug hat, wo ihm sitzt, dann sehe ich nicht ein, wieso das jetzt keine Rolle spielt. Also ich gebe dir den Punkt. Aber jetzt, was mich wirklich irritiert, ist, jetzt diskutieren wir, und das stimmt, glaube ich, wirklich sogar über die Unterwäsche von der Armeekleidung. Ja, es ist, also ich habe ja schon gewusst, mir hat jemand erzählt, dass offenbar Frauen in der Armee Männerunterhosen tragen. Also das ist nicht, aber ich habe den Vorstoss ja nicht gemacht, das habe ich ja gar nicht thematisiert in meinem Vorstoss. Das habe ich jetzt heute gelesen, dass Dharma Swiss eben darüber nachdenkt, andere Unterhosen und andere Unterwäsche zu kreieren. Und also, ich meine, da muss man ja jedem recht geben. Oder? Auch Männer hätten nicht gerne Frauenunterhosen. Oder? Ja, aber was geht das da mehr überhaupt an, wie die Unterwäsche von einem Soldat oder von einer Soldatin aussieht? Ja, also, wir haben unsere eigene Unterwäsche. Das weiss ich nicht. Ich habe gemeint, dass die Armee Unterwäsche zur Verfügung stellt. Das habe ich nicht gewusst. Also, offenbar, ich bin wahrscheinlich schon zu lange ausgemustert. Und wenn man dann also muss Unterhosen von Männern anlegen, also ich weiss jetzt nicht, oder? Die sind einfach anders geschnitten, als man selber gerne hätte. Also, gut, also ich weiss, dass im Moment, wo wir das Gespräch aufzeichnen, unsere Redaktion an diesem Thema arbeitet und wir werden sicher auch nicht mehr Klarheit bekommen zu diesem Thema. Ja gut, eben Nebelspalter, bin ich also gespannt, wie ihr das auswertet. Präzise und liberal. Ja, und vielleicht stellen wir auch die Frage, wieso umgekehrt werden. Wir nehmen wir an, es wäre eine Frauenarmee bis jetzt und die hätte einfach auf Frauen zugeschnittene Unterhosen und dann hätten wir ein paar Männer in der Armee, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so Freude, wenn er dann... Absolut. Da hast du völlig recht. Nein, mir geht es eigentlich um einen anderen Punkt, wenn man so Sachen hört. Jetzt ist ja die Armee, soll auch noch umweltfreundlich werden, soll Krippenplätze zur Verfügung stellen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen summarisch zusammengefasst. Man fragt sich einfach, Moment mal schnell, ist die Armee wäre ja für die Verteidigung von Land eigentlich da. Weißt du, es geht mir ein bisschen um den überwuchenden Staat, was der Staat alles auch noch macht, bis hin zu der Unterwäsche. Gut, ich meine, die Forderungen, dass Frauen auch mehr sollten Militärdienst machen, die sind ja schon lange im Raum. Also jetzt, bis jetzt ist es ja freiwillig. Und es gibt natürlich auch viele Männer, die unterdessen finden, also wenn er mehr Recht wollt, dann finden wir, ihr sollt auch ins Militär. Also ich finde die Forderung grundsätzlich legitim. Ich würde sie jetzt nicht gerade einfach als obligatorisch erklären. Aber wieso nicht die Armee attraktiver machen für beide Geschlechter? Also die israelische Armee ist ja auch so. Da sind Frauen 2 Jahre im Militärdienst, Männer 3. Eine andere Situation. Aber ich habe jetzt in meiner Familie viele Leute, die Militär machen. Und was sie ja sagen, ist, dass natürlich das Militär auch riesige Chancen bietet. Oder? Man kann als junger Mensch schon Führungsqualitäten entwickeln. Man hat Vernetzungsmöglichkeiten. Und wenn die Frauen schon immer jammern darüber, dass sie weniger vernetzt sind als Männer, ist die Armee natürlich unterdessen vielleicht nicht mehr so stark, aber lange Jahre natürlich schon ein Ort gewesen, wo man die Leute kennengelernt hat, wo man sich vernetzt hat, wo man seine berufliche Karriere auch aufgebaut hat. Und diese Vernetzungsmöglichkeiten für Frauen auch bereitstellen, ich habe natürlich nicht die Berührungsängste, weil ich natürlich das erlebt. Ich habe natürlich auch Männer, sehr viele Männer in unserer Familie, die jetzt auch nicht viel Militär gemacht haben, die kritischer gewesen sind. Mein Vater und mein Bruder sind da jetzt sehr involviert gewesen. Aber ich habe das Militär eigentlich immer... Obwohl ich selber ja froh war, dass ich nicht haben müssen ins Militär damals nicht als etwas empfunden, wo man so typischerweise als Frau dagegen ist. Ganz etwas anderes zum Schluss. Deine Mutter hat euch offenbar gesagt, redet anständig. Was ist da der Grund gewesen? Was ist da passiert? Also ich habe ein Haus, wo man Elternhaus gehabt, wo man sehr viel Wert gelegt hat auf Sprache und auf Rhetorik meine Mutter hat immer gefunden, wenn man sich anständig ausdrückt, wenn man das, was man sagen will, in einem gewissen anständig sagt, dann denkt man auch anständig, um das ein bisschen weiter spinnen. Also, hat natürlich nicht geheissen, dass wir daheim nicht, oder wenn man es nicht gehört hat, geflucht haben und andere Wörter verwendet haben, aber das, was man sagen will, in einem gewissen Anstand ausdrücken, das ist schon etwas gewesen, was auch unser Vater uns viel gesagt hat. Aber jetzt auf die heutige Zeit bezogen,
muss ich schon sagen, ich glaube, ich habe das in dieser Debatte zur Verhüllung gemerkt. Und wo ja auch, da sind ja Brüche quer durch die ganze Politlandschaft gegangen. Da hat es linke Frauen gehabt, die dafür waren. Es hat Musliminnen und Muslime gehabt, die dafür waren. Es war ja nicht einfach eine parteipolitisch bunte Sache gewesen. Aber es ist sehr emotional geworden. Es ist sehr emotional geworden. Und was mich wirklich gewundert hat, zum Teil die absolute Undifferenziertheit, mit der man jetzt Leute attackiert hat, die dafür waren. Da bin ich mir als Politikerin gewöhnt. Ich bin zwar recht erstaunt über die Pauschalverurteilungen, die man dann hier amüsiert hatte, weil ich befleissige mich wirklich, ich tue wirklich mehr Mühe geben, Leute nicht einfach pauschal zu beschimpfen. Aber das ist mir schon sehr aufgefallen. Und das hat vor allem Leute getroffen, ganz andere Leute, das sind liberale Leute, das sind auch linke Frauen, das sind auch Schriftstellerinnen gewesen, die gesagt haben, also ich verstehe nicht, wieso ich mit meiner nachvollziehbaren Argumentation so beschimpft werde. Was denkst du, woher kommt das? Wieso wird das immer schlimmer? Wir haben zum Beispiel von Sandro Brotz, was ich gewusst hat auf Twitter und jetzt Nase voll hat und nichts mehr sagt in den sozialen Medien. Durch die sozialen Medien ist alles irgendwo intensiviert worden. Es ist natürlich auch mit einer gewissen Anonymisierung verbunden. Ich habe jetzt zum Beispiel noch in der ganzen Zeit nie jemanden blockiert, aber immer kritisiert, wenn sich Anonyme melden, die dann einen beschimpfen. Ich habe jetzt letztendlich dann mal wirklich jemanden blockiert, weil es so unsachlich war, was der gesagt hat. Aber es ist vielleicht auch die Anonymisierung. Also in diesen sozialen Medien kann man sich natürlich alles leisten, wenn man anonym ist und kann beschimpfen und kann auf jemanden los. Man kann auch verdrehen. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Oder man kann mit einer Aussage, die völlig harmlos gemeint ist, mit einem Dreh, wo einem einfach jemand etwas umdreht, eine ganze Schwette von Likes dann generieren und Retweets und Beschimpfungen plötzlich haben. Ich weiss nicht, ob das ein bisschen damit zusammenhängt, dass man sich vielleicht irgendwie jetzt, gerade jetzt, in diesen Zeiten, nicht mehr so austauschen kann, als einfach analog. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das war ja eine Stärke eigentlich von unserem kleinen Land und von unserer direkten Demokratie, dass wir Sachen haben können, von Face to Face austauschen und unterschiedliche Meinungen austragen. Und ich glaube, wenn man in einem anonymen Raum ist, kommt es eine andere negative Qualität über, weil man einem dann vielleicht ein Schlötterchen anhängen kann. Muss ja nachher nicht gerade stehen dafür. Ja, und ungestraft. Ja. Und wahrscheinlich auch das Gefühl, oder, in so einer Gruppe zu sein, die jetzt auf einen losgeht. Und eben, ich meine jetzt nicht einmal mich, ich beobachte das ja bei auch anderen, relativ harmlosen Bemerkungen, die jemand vielleicht macht. So eine Massenempörung, die dann entsteht. Vielleicht ist es auch so das Gefühl von, ja, jetzt bin ich bei den Guten, jetzt kann ich mit den Guten zusammen, kann ich etwas auslösen, auf eine Person schiessen. Die Diskussion ist da relativ undifferenziert. Und ich kann mich natürlich auch, also ich reg mich gewaltig auf, dass im Zug von gewissen Bewegungen eben wieder Israel-Sterne geschwungen werden, dass man Juden... Was heisst Israel-Sterne? Entschuldigung, der David-Stern, natürlich ja. Die Flagge von Israel wieder rumschwingt und es vergleicht eben mit den Corona-Skeptikern, dass sie das so schnell verbindet miteinander oder dass man Auschwitz-Vergleich macht mit in dem Zusammenhang, dass man den Diktatoren-Vergleich sofort nimmt, weil der natürlich sofort wieder Gegenbewegungen auslöst. Und darum, es wäre schon gut, und da haben gerade Politiker eben wirklich eine wichtige Aufgabe, dass man da wieder mäßigt und ja nicht mitmacht. Also ich finde auch, Politiker müssen aufpassen, dass sie dann da auch in der Öffentlichkeit nicht mit irgendwelchen Fäkalwörtern rumschleudern, die dann ihnen auch passieren kann. Das sollte man einfach nicht. Oder? Also eine schwierige Gratwanderung. Einerseits eine klare Kante sagen, für was man steht, aber das mit Anstand. Ja, und wenn wir jetzt hier ein bisschen zurückkommen zu meiner Partei, also man kann durchaus in meiner Partei pointiert sein. Also man kann mal sagen, was man denkt, man kann eine Ansage machen. Auch wenn wir manchmal ein bisschen dazu neigen, natürlich den Kompromiss schon quasi auf den Tisch legen. Wir sind jetzt mit der BDP fusioniert und BDP hat ja das Markenzeichen gehabt, wir sind langweilig.
Ja, also langweilig sind wir nicht. Also, ich habe das noch nie so empfunden. Vor allem, wenn Sie die Debatte, wenn ihr die Debatten in meiner Partei gesehen habt, in meiner Fraktion, innerhalb unserer Partei, Debatten sind wir uns natürlich gewöhnt. Also das ist schade, dass wir die nicht sehen. Die Auseinandersetzungen, die solltet ihr natürlich auch mal sehen. Und das ist dann natürlich eine Kunst, sich dann nachher wieder zu finden. Das ist gute schweizerische Tradition. Marianne, wir kommen langsam zum Schluss. Oder nicht nur langsam, sondern machen jetzt einen Schluss. Danke vielmals für das Gespräch. Ich wünsche trotz allem natürlich der Mitte oder der CVP weiterhin viel Erfolg und die Auseinandersetzung mit interessanten Themen. Danke vielmals, danke, dass du Gast warst. Ja, danke, dass ich eingeladen worden bin. Das ist mir eine Ehre. Alles Gute, danke vielmals.